Servus, liebe Filmfreunde, willkommen zu Cinema Noel aus Liebe zum Film. Ja, ich habe ein Mystery-Paket erhalten und zwar dieses hier. Und zwar vom lieben Julian von Julians Filme-Universum, Filmeversum. Und ja, erstmal vielen herzlichen Dank, lieber Julian, an dieser Stelle. Ich habe gesagt, das wäre absolut nicht nötig gewesen. Der Julian hat bei mir ein bisschen eingekauft. Was das alles war, verlinke ich euch mal unten in der Beschreibung. Das möchte ich jetzt auch nicht einfach so verraten. Und ja, als kleines Dankeschön hat er gesagt, möchte er mir was schicken. Ich habe gesagt, nehme ich an. Danke, lieber Julian. Wäre aber, wie gesagt, nicht nötig gewesen. Und ja, wollen wir mal gucken, was sich denn darin befindet. Also, ich habe nichts bestellt bei EMP. Ich hatte mich schon gewundert, was kommt jetzt wieder für ein Paket an. Aber dann fiel mir ein, ach ja, stimmt, als ich oben die Adresse gelesen habe. Der liebe Julian. So, jetzt gucken wir mal. So, machen wir das Ganze auf. Jede Menge Karton. Gut verpackt auf jeden Fall. Gut verpackt. Tschüssikowski. Okay, hier drin ist nochmal was. Schön gut verpackt mit Retoure. Hey! Ja, wie geil! Wow! Das ist mal nice. Sogar mit Einkaufszettel zum Umtauschen. Voll cool. Hier. Rock Candy, Harry Potter, Vinyl Collectible, Rock Candy. voll cool, ist jetzt nicht so eine Funko Pop Figur, geht in diese Richtung, also vom Karton her. Harry Potter mit der Eule Hedwig drauf und den Zauberstab, sieht ja mal richtig nice aus. Auf der Seite hier haben wir noch weitere Charaktere. Und hinten drauf, ja, gibt's dann anscheinend noch mehr. Luna Lovegood, Bellatrix Lestrange, Hermine Granger und Ron Weasley. Also die sind ja echt, doch ist aber auch von dieser Firma Funko, irgendwas, Pop. Ja, nehmen wir's mal raus. Öffnen's. Das ist ja geil, passt ja perfekt in meine zu meinen Harry Potter Wochen und in meine Sammlung. Bin eh gerade am Umstellen. Und ja, ups, da schwuppsdiwupps. Tja, so sieht das kleine Kerlchen aus. Richtig nice, richtig hübsch. Ich finde ihn geil, voll liebenswert, der Kleine. Kriegt natürlich einen Ehrenplatz in meiner Harry Potter Sammlung. Und ich sag nochmal herzlichen Dankeschön und lieber Julian für dieses tolle Geschenk. Yo, das war's dann auch schon wieder von meiner Seite aus. Ich bedanke mich fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal und Servus. Nice. Der ist ja echt geil.